In diesem Video beschäftigen wir uns mit Spezifikationsfehlern. Eine der Annahmen der linearen Regression von OLS ist, dass keine Korrelation zwischen der erklärenden Variable mit dem Störterm vorherrscht. Das nennt man Exogenität der unabhängigen Variable. Das Gegenteil ist die sogenannte Endogenität. Das bedeutet, dass die erklärende Variable mit dem Störterm korreliert. Die häufigste Ursache dafür sind Spezifikationsfehler, dass das Modell nicht korrekt spezifiziert ist. Andere Ursachen können zum Beispiel auch Messfehler sein. Bei einem fehlspezifizierten Modell unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Fehlspezifikation. Zum einen von Überspezifikation, zum anderen von Unterspezifikation, welche jeweils unterschiedliche Auswirkungen haben. Überspezifikation bedeutet, dass im Regressionsmodell unabhängige Variablen enthalten sind, die gar keinen Einfluss auf die abhängige Variable haben. Also umgangssprachlich gesagt unnötige Variablen. Bei Unterspezifikation fehlen unabhängige Variablen, die einen Einfluss auf die abhängige Variable haben. Das heißt, wir haben wichtige Variablen nicht drin, die dann vom Fehlerterm abgefangen werden. Nun, was für Auswirkungen hat Überspezifikation? Erstmal ist es nicht so mega schlimm. Zum einen kriegen die überschüssigen Koeffizienten einfach einen Beta-Wert von 0. Also die keinen Einfluss hat, haben dann einen Effekt von 0 und sind nicht signifikant. Es gibt also kein Problem mit der Erwartungstreue. Die Schätzung an sich ist korrekt. Es liegt auch keine Endogenität vor. Ebenso sind die Schätzungen konsistent. Hingegen wird die Effizienz schlechter. Dadurch werden die Standardfehler größer. Das heißt, die Schätzung, die wir kriegen, ist weniger präzise. Und das angepasste R-Quadrat wird schlechter. Was wir hier machen können, ist einfach überschüssige Variablen entfernen. Ihre Variablen, die nicht signifikant sind, einfach zu entfernen, kann aber zu Problemen von Data Mining führen, weil wir einfach die Daten anschauen und das Ganze nicht theoretisch herleiten und dadurch eine Datenartefakte finden. Also ein super Modell kriegen, aber sobald wir etwas andere Daten haben, funktioniert unser Modell gar nicht mehr so gut. Sollte mit Vorsicht umgehen, wenn man einfach Variablen zu entfernen, die wichtig sein könnten fürs Modell. Wenn man jetzt etwas drin hat, wo man merkt, irgendeine Kontrollvariable, die eigentlich gar nicht theoretisch nötig wäre, kann man sie unter Umständen auch einfach weglassen und so der Überspezifikation Herr werden. Gravierender ist die Auswirkung von Unterspezifikation. Ist es der Fall, dass eine fehlende Variable mit einer der unabhängigen Variablen im Modell korreliert, dann korreliert diese unabhängige Variable mit dem Fehlerterm. Dadurch ist die Exogenitätsannahme verletzt und wir haben Endogenität. Das heißt, im Beta ist auch noch der indirekte Effekt der fehlenden Werte enthalten. Das heißt, hier ist die Schätzung nicht mehr erwartungstreu. Oder in anderen Worten, X1 erhält Kredit für X2, weil diesem nicht erlaubt wurde, im Modell zu sein. Nun, wie können wir Unterspezifikation korrigieren? Das Einfachste ist natürlich, wenn wir die fehlende Variable einfach ins Modell aufnehmen. Häufig ist es ja auch der Fall, dass wir diese nicht gemessen haben oder unter Umständen gar nicht messen können. Wir können ja nicht alles messen. Bei einer positiven Korrelation zwischen X1 und X2 wird der Effekt von Beta 1 überschätzt. Bei negativer Korrelation unterschätzt. Wobei, wenn das Beta negativ ist, dann ist es genau umgekehrt. Was auch noch ein Effekt ist von Unterspezifikation, ist, dass es die Varianz verringert. Das heißt, wir kriegen präzisere Schätzungen. Genau das Gegenteil von Überspezifikation. Das heißt, es kann sein, dass die Betas signifikant sind, aber da sie nicht erwartungstreu sind, bestätigen wir die Hypothese, obwohl sie eigentlich falsch wäre, weil Beta gar nicht korrekt geschätzt wurde. Und durch die geringere Varianz kriegen wir einen signifikanten Effekt und nehmen so unsere Hypothese an, obwohl sie eigentlich falsch wäre. Nun, was können wir tun, wenn wir die Variable nicht hinzufügen können, weil sie nicht vorhanden ist? Wir könnten schauen, ob es eine Proxy-Variable gibt im Datensatz. Wenn das vorhanden ist, also eine Variable, die etwas Ähnliches misst, dann könnten wir die aufnehmen. Eine andere Variante ist das sogenannte Two Least Squares, zweistufiges OLS, auch Instrumentenvariablenschätzung. Eine Instrumentenvariable ist eine Variable, die mit unserer abhängigen Variable korreliert, aber nicht mit dem Fehlerterm. Hier ist das Problem, dass es sehr schwierig ist, eine solche Instrumentenvariable zu finden. Wenn man eine gefunden hat hingegen mal, wenn man mal das Glück hat und eine findet, dann ist das eine sehr gute Methode.
Das wird dann so gemacht, dass das Instrument als unabhängige Variable genommen wird und x als abhängige Variable im zweistufigen OLS. Dann wird der geschätzte Wert von x, also quasi x hat, also der geschätzte Wert von x als unabhängige Variable im Modell genommen. Der geschätzte Wert von x enthält die unerwünschte Streuung nicht mehr. Das wurde quasi korreliert. Die Korrelation mit dem Fehlerterm ist nun nicht mehr vorhanden. Die Instrumentenvariablenschätzung ist einfach eine Generalisierung dieses Verfahrens. Aber eben wie gesagt, häufig ist es sehr schwierig, eine Instrumentenvariable zu finden. Wenn man hingegen das Glück hat und eine findet, und eine vorhanden ist, dann ist es eine sehr gute Methode. Nun, wie können wir herausfinden, ob eine Fehlspezifikation vorherrscht? Dazu gibt es den Reset-Test. Reset. Der zeigt Fehlerspezifikationen an, wobei es nicht anzeigt, was genau nicht korrekt spezifiziert ist. Das kann auch einfach anzeigen, dass wir zum Beispiel die quadratische Variante nicht reingenommen haben. Und es kann auch sein, dass es nicht korrekt spezifiziert ist, aber der Reset-Test es trotzdem nicht anzeigt. Die Nullhypothese des Tests ist, dass alle Formeln, die es zusätzlich geschätzt hat, der Reset-Test, null sind. Die Alternativhypothese wäre, dass mindestens einer der zusätzlichen Formeln ungleich null ist. Das heißt, wenn wir die Nullhypothese verwerfen können, dann haben wir eine Fehlspezifikation. Andernfalls haben wir nicht zwingend einen Spezifikationsfehler. Das Ganze können wir in A rechnen. Dazu laden wir das Paket LM-Test. Dort gibt es den Test Reset-Test. Vom Modell sehen wir jetzt, hier können wir die Nullhypothese nicht verwerfen. Das heißt, der Reset-Test zeigt uns keinen Spezifikationsfehler an. Was aber nicht zwingend heißen muss, dass es korrekt spezifiziert ist. Es hat zum Beispiel irgendwie quadratische Varianten oder so. Auf alles, was der Reset-Test geprüft hat, wurde nichts gefunden. Die sind alle gleich Null, diese zusätzlichen Parameter. Nun, des Weiteren gibt es auch noch Messfehler, die zur Endogenität führen können. Und hier hängt es davon ab, ob der Messfehler bei der unabhängigen oder der abhängigen Variable ist. Finden die Messfehler bei der unabhängigen Variable statt, kann das ein Problem der Exogenitätsannahme sein. Messfehler bei der abhängigen Variable hingegen haben keinen Effekt auf den Erwartungswerterschätzer, sondern nur auf die Varianz der geschätzten Variable.